änderte sich diese Politik. Mit Hitlers widerwilligem Einverständnis erlaubte Himmler die Aufnahme von Männern in die SS, die nach nationalsozialistischem Maßstab als rassisch minderwertig galten. Auf dem Balkan, in einer nach nationalsozialistischer Lehre unbrauchbaren Region, wurde die erste und ungewöhnlichste nicht-germanische SS-Formation rekrutiert. Reichsführer SS Heinrich Himmler besichtigt eine neu aufgestellte Freiwilligendivision. Die Soldaten dieser Division sind Musulmanen aus dem europäischen Südosten. Die Division hieß SS-Division Handschar. Nahezu alle Soldaten waren bosnische Moslems, die sogar ihre eigenen Imame hatten. Himmler hatte eine Schwäche für die Moslem im Allgemeinen. Denn seine Befehle sind einige da, die sehr, sehr strenge Bestrafung verlangte von den Leuten, wenn sie die Bosniaken in ihre Ehre wegen der Religion oder ja, wegen ihrer Rasse, das muss man offen sagen, irgendwie beleidigen würden, strengste Strafen verlangt. Die Deutschen benötigten unbedingt Soldaten, die für sie ihr Leben lassen würden. Und Himmler dachte, dass der Islam dafür die perfekte Religion wäre. Ich meine, der Islam erzieht die Männer dieser Division und verspricht ihnen das Paradies, wenn sie im Kampf sterben. Für Soldaten ist das eine sehr praktische und reizvolle Religion.